Vielleicht noch ein paar Sätze zu den beiden Hauptfiguren von Postmortem. Das ist zum einen Emilia Ness, Mitte 30, Typ Karrierefrau. Die hat bei der Hamburger Kripo angefangen, war dort die jüngste Kommissarin und ist dann von Interpol abgeworben worden. Und in Lyon leitet sie momentan eine Abteilung für Schwerverbrechensbekämpfung. Privat ist sie mit einem Kollegen aus Frankfurt zusammen. Die Pendelei zwischen Lyon und Frankfurt, die fällt ja nicht immer leicht. Und auch ihre Teenager-Tochter, die ist nicht so ganz einfach. Die zweite Figur ist Avram Kuiper. Avram ist schon ein bisschen älteres Semester, Mitte 50, hat graue Haare, 3-Tage-Bart, eher so ein einsamer Wolf. Und er ist vom Beruf Profikiller. Das heißt, er ist eigentlich der Bösewicht in der Buchreihe, aber eben der gute Böse. Und deswegen können Avram und Emilia auch so gut miteinander zusammenarbeiten.